fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und jetzt will ich tatsächlich mal selber im Clankrieg angreifen. Ich habe die Folge, glaube ich, Super oder Mega Kill Squad genannt, weil ich im Clankrieg mit dem Kill Squad doch einiges reißen oder versuchen werde, einiges zu reißen. Wir gucken einfach mal drauf. Aber wir gewinnen immer den Übersichtsbutton. Wir haben 7 Magier. Ich habe keinen Golem. Oh, das ist schlecht. Da habe ich doch einen großen Fehler gemacht und habe tatsächlich keinen Golem. Das ist nicht gut, deswegen, ja, dann würde ich sagen, wir machen mal eben, wobei, ich muss ihn eh fertig machen, ich muss mal gucken, dass ich mal eben die paar Loons, die ich zu viel habe, mal eben, ich habe mich schon gewundert. Nur Loons, ha, wir kriegen sie los, sehr gut. Wir kriegen sie los, jetzt muss ich im Grunde nur noch einen Loon wegwerfen, oder beziehungsweise einen Loon, ah, Truppen, egal, hat er geschrieben, schade, den können wir nicht ganz spenden. Egal, wir machen mal einen weg. Wir machen mal eben einen Loon weg, haben wir 24 Loons. Und, ja, jetzt muss ich den wieder jammen. Egal. Wir haben jetzt unser Kill-Squad fertig. Ich werde die Nummer 2 angreifen. Das sollten eigentlich 3 Sterne werden. Ich bin Rathaus 11er, er ist Rathaus 9er. Ich nehme den Warden diesmal auf Boden mit. Das ist aber allerdings mein erster Angriff seit langem wieder am PC. Von daher müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Oh, wir haben einen Live-Angriff. Wieso springt er dann eigentlich immer wieder zurück? Die 9 gegen die 8. Der Strich gegen Boris Jakolski. Ja, der Gegner hat schon lange aufgegeben. Also, der Sieg ist quasi schon unser. Und danach starten wir sofort einen neuen Clankrieg. Da werde ich allerdings mit meinem Troll-Account mitmachen, weil ich den Clan-Ur-Weltrekord mal wieder brechen will, der bei 16 Plätzen steht. 16 Plätze unter sich oder beziehungsweise über sich 3 Sterne holen. Den würde ich ganz gerne verbessern. Mal gucken, ob das klappt oder nicht. Dafür gehe ich dann natürlich mit diesem Account raus. Gehe dann wieder in The Return, da hat sich ja auch einiges getan. 100. Sieg, bald 2 Jahre bestehen und so weiter, da haben wir natürlich eine dicke Party. Da wollen wir natürlich ein Special Clan War machen zum 2-jährigen Bestehen. Wir gucken mal gerade, was der Strich denn hier so reißt. Er geht von unten vor mit dem Kill Squad. Mal gucken, ob es auch ein Mega Kill Squad ist, wie auf dem Thumbnail und dem Titel beschrieben. Ah, okay, er macht auch Golaloon. Er hat 11 Ballons bei 2 Hunde, eine in der Klarenburg, denke ich mal noch. Ich habe auch eine in der Klarenburg, ist zwar nur Level 2, sollte aber reichen. Was versucht er denn? Ah, er sieht das links. Ah, ob das so schlau war, von der Seite anzugreifen, das weiß ich jetzt nicht. Denn wenn ich das jetzt mal überlege, hätte ich vielleicht doch eher weiter links angegriffen, damit du definitiv die Queen down bekommst, damit du die Luftabwehr down bekommst. Denn so, ich meine, mit Glück kriegt er die Luftabwehr down, allerdings lebt die Königin dann noch und wenn die Königin noch lebt, ist das für die Ballons äußerst schmerzhaft. Außer er schafft es jetzt noch, dann war es gut überlegt, aber der König ist down. Der König ist down und jetzt gucken wir mal, was die Königin reißt. Ich glaube aber nicht, dass es funktionieren wird. Okay, die eine Luftabwehr ist down, mit etwas Glück kriegt er die andere auch noch down, aber das wird, denke ich mal, nicht funktionieren. Ich hätte eher von weiter links angegriffen, er hat ja noch, die Klamburg hat er gelockt, die ist schon mal aus dem Spiel. Oh, er hat die Königin down. Okay, alles richtig gemacht. Knapp, aber es hat so weit funktioniert. Die eine Luftabwehr ist down. Der Feger wird jetzt auch noch down gehen. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. 3 Luftabwehren gegen 3 Hunde gegen 11 Ballons. Was wird passieren? Er setzt 2 Hunde sofort da vorne hin. Und alle Loons hinterher. Was? Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, finde ich. Denn, ja, du hast vor allem jetzt alle Loons direkt in dem Wind von dem Feger drin. Ob das jetzt so schlau war, das weiß ich nicht genau. Jetzt gucken wir mal, der Feger ist jetzt auf jeden Fall gleich down, der Hund ist auch kaputt. Der andere Hund lebt noch, ja, er könnte es trotzdem schaffen. Allerdings die Hunde in der Mitte, die Ballons in der Mitte sind jetzt relativ schnell down. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Ich hätte es eher ein bisschen aufgeteilt, ist halt ein bisschen tricky jetzt gewesen. Der Hund wird sich jetzt aufteilen, mit etwas Glück schafft er es noch. Ah, er schafft es noch. Ich bin fest davon überzeugt, dass er das noch schafft. Ah, ich ändere meine Meinung sekündlich. Also, der ist jetzt down. Jetzt ist die große Frage. 2 Defenses gegen die Ballons. Reicht es oder reicht es nicht? Was ein Glück ist, ist, dass er keine Death mehr übrig hat, die noch großartig Flächenschaden austeilt. Es wird knapp. Es wird nicht reichen. Ah, ganz knapp. Ganz knapp die Luft. Die Luftbombe, die suchende Luftmine hat ihn da noch kaputt gemacht und jetzt hat er leider nur noch die übrig gebliebene Lava-Welpen übrig, aber der X-Bogen ist natürlich auch sehr unerbittlich und macht sie zunichte und ja. Lass mal eben noch die letzten 18 Sekunden runterlaufen. Ich kann nur eben einen Schluck Kaffee nehmen, kann mich schon mal verbal und mental auf meinen Angriff vorbereiten. Ich will aber bald mal wieder den Herzschrittmacher, wollte ich schon sagen. Den Pulsmesser bald mal wieder auspacken im Clankrieg. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback gebt, ob das gewünscht ist oder nicht. Ich finde es eigentlich mal ganz lustig, wenn man den da mal benutzt. Und das war der Angriff 83%. Ich nehme mal eben noch einen Schluck Kaffee. Moment.
Ja, er hat jetzt zum Beispiel zwei Golems genommen. Ich nehme jetzt zum Beispiel nur einen Golem. Ich hätte auch Queen Walk machen können. Da ist man halt flexibel, ne? Das ist jetzt nicht, dass man jetzt sagt, beim Kill Squad musst du immer zwei nehmen, musst du immer zwei Golems nehmen. Das ist eigentlich, das kannst du machen wie die Frau aus Köln. Das ist mir Jacke wie Hose, sagt Jack der Franzose. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall mal hier unser Glück. Ob es klappt oder nicht, das werden wir sehen. Ich habe zwei Erdbeben. Es ist auch ein Stück weit ein Test, weil ich genau weiß, es könnte, weil ich nicht genau weiß, ob es funktioniert oder nicht. Aber wir gucken mal, ob es funktioniert oder nicht. Wir setzen jetzt hier auf jeden Fall schon mal bei den Luftfeger und bei den Turm unsere beiden. Zuerst mal setzen wir jetzt hier schon mal zwei Blitze hin. So, die beiden sind down. Hier das gleiche Spielchen. Hoffentlich reicht der Erdbeben auch aus. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich dresche die nämlich jetzt direkt da drauf. Bitte mach die Luftabwehr kaputt. Sehr gut. Die zweite Luftabwehr ist auch down. Jetzt kommt Kollege Sprungzauber. Den setze ich dorthin. Setze den Golem hinterher. Setze meine Magier hinterher. Jetzt warten wir mal ein bisschen ab. An der Seite hier kann ich noch ein bisschen was aufräumen. Ja, zwei, drei Magier sind schon down gegangen. Ist aber jetzt auch egal. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass die Königin und der König, dass die jetzt auch relativ weit nach... Nein, nicht nach außen! Nicht nach außen, du dummer König! Du dummer König! Die Königin muss aber jetzt nach innen. Die Königin und vor allem auch... Na, ein super Kill-Squad. Das ist natürlich super. Ah, jetzt läuft die auch noch außen. Es ist doch zum Kotzen, ey. Das lief ja mal gar nicht. Das lief ja mal überhaupt nicht. Jetzt habe ich die Königin, die da rumläuft, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Super, super, super. Das ist ja mal, das könnte mal ein Riesenfail werden mitten in der Aufnahme. Sehr gut. Mann. Ich habe nicht eine Luftabwehr down, die ich down haben wollte. Dafür ist die Königin jetzt noch ultra am Rasieren und kümmert sich jetzt um fast alles, außer um das, was ich eigentlich haben wollte. Na gut. Dann halt anders. Jetzt muss ich echt mal ein bisschen improvisieren, weil ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt machen soll. Mann, ey, das ist ja echt ärgerlich, weil ich echt nicht genau weiß, wie ich das jetzt angehen soll. Ja gut, wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern schon mal geholt, immerhin. Ja, die eine Luftabwehr ist down. Ja, das ist echt, das war ja echt mal, soll ich die Folge umbenennen? In Kack-Kill-Squad des Jahres oder so? Ich weiß es nicht. Ich sehe schon die Schlagzeile in den Kommentaren. Kill Squad Fail des Jahrhunderts. Ich habe das Thumbnail eigentlich schon fertig. Na gut, dann nenne ich es, glaube ich, Kill Squad Fail. Das Problem ist, ich weiß nicht mal mehr, ob ich jetzt noch es schaffe. Außer vielleicht die Königin hilft mir ein bisschen. Ja, sie hat mir noch ein bisschen geholfen, indem sie noch den Hund kaputt gemacht hat. Das ist natürlich jetzt gut. Jetzt haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit. Können es vielleicht doch noch schaffen, die drei Sterne zu holen. Ach Mann, ärgerlich eigentlich, dass echt nicht so geklappt hat. Ich hätte echt die Magier vielleicht ein bisschen weiter noch verteilen sollen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen, bis da ein bisschen mehr weg war an der Seite. Das war nicht so ganz so schlau von mir gemacht. Jetzt müssen wir hoffen, weil noch 51 Sekunden verbleiben, dass es noch reicht für drei Sterne oder auch nicht. Allerdings, dadurch, dass sich der Hund so ein bisschen geteilt hat, könnte das reichen. Jetzt muss ich einen Schluck Kaffee nehmen. 39 Sekunden. Ja, die Ballons sind relativ langsam. Das ist das Problem. Dafür sind die Lava-Hunde, beziehungsweise die Welpen sind natürlich umso schneller. Oh, 30 Sekunden. Die Spannung steigt. Ja, das sind echt drei unverdiente Sterne. Das war echt mega schlecht einfach nur. Es hat trotzdem gereicht. Naja. Oh, 20 Sekunden. Oder beziehungsweise 21 Sekunden. Habe ich irgendwo was vergessen? Nö. Habe ich nicht vergessen. 98%. Jetzt kümmern sie sich noch um das Labor. Es war echt, naja, ein leichter Fail. Aber guck mal, was ich noch als übrig habe. Ich habe noch so viele Ballons übrig. Am Ende war es, also das Aufgeräume war gut. Alles nach dem Killsquad war gut. Oh Mann, davor war alles gefailt. Jetzt fordern wir mal eben noch ein bisschen an. Wir fordern mal ein bisschen Bam. Einfach nur Bam. Bilden wir eben noch ein paar Truppen aus. Ja, das war echt... Da war ich dann so verwirrt, nachdem das Kill Squad einfach gar nicht so gelaufen ist, wie ich das dachte. Mann, ich hätte mir das so schon überlegt. Hatte das Thumbnail schon gemacht für Mega Kill Squad und dann laufen die in alle Himmelsrichtungen, aber nicht dahin, wo sie hinlaufen sollen. Ah, ärgerlich. Na gut. Das war auf jeden Fall das. Ich kann euch auch noch sagen, das Farm läuft eigentlich auch ganz gut. Ich habe jetzt, angegriffen wurde ich zuletzt eigentlich gar nicht richtig. Wir können ja mal eben noch gucken. Das hier war übrigens alles auf die Trollbase. Bedeutet,
Die Trollbase hält tatsächlich ganz gut. Es ist eigentlich keine richtige Trollbase. Ich finde diese Base, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich finde sie, trotz allem finde ich sie sehr solide. Er versucht jetzt hier mit seiner 15er Königin, es ist ein Rathaus Elver, wir sehen das an dem Warden. Und ihr werdet jetzt gleich schon merken, er wird nicht richtig durchkommen. Er nimmt sich, im Grunde nimmt er sich nur das aus dem Minen und Sammler mit. Es war halt heute Nacht, ich kann nachts natürlich nichts machen. Allerdings, ja, die Königin lebt jetzt noch. Ob sie dann noch weiter in die Mitte reinkommt, das ist jetzt noch die Frage. Ich habe jetzt so weit gar nicht mehr geguckt. Allerdings werden wir es jetzt gleich sehen. Sobald die Königin eigentlich in der Mitte ist, sollte sie relativ zeitig auch down gehen. Denn man muss ja überlegen, da ist ja noch zumindest, ja, da sind wir noch die Infernos. Ah, ein Lager. Ein Lager hat er gekriegt. Ah, das zweite Lager sogar auch noch. Alter, zwei Lager kann ich noch mit leben. Das Dunkle ist natürlich nicht ansatzweise gefährdet. Ich glaube, die Klamburg werde ich noch ein bisschen verrücken. Ich glaube, die verrücke ich noch, die tausche ich noch mit dem Bogenturm. Ja, und von daher 37%, 136.000 Gold verloren, da kann ich mit leben, kriege ein Schild dafür. Das läuft auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt fast alles mit 3 Sternen versehen. Es war ein fast perfekter Clankrieg. Es fehlt nicht mehr viel. 2, 3, 4 noch, aber gut, die 1, da war nicht mehr drin von meiner Seite aus. Aber ansonsten kann man da nicht... kann man sich da nicht beschweren. Mal gucken, was hier da so, ja, das war leicht der Fail von mir. Leider. Na gut. Das war jetzt nicht, das war jetzt zwar leichter Fail. Okay, wir gucken uns meinen ersten Angriff noch an. Komm, was soll der Geiz? Vielleicht, wenn ihr noch mehr Angriffe aus diesem Clankrieg sehen wollt, kann ich die euch auch noch gerne zeigen. Ich muss mich natürlich auch ein bisschen mit dem Schneiden beeilen. Ich war eben noch auf einer Beerdigung, deswegen musste ich da mich etwas noch sputen. Das war ein leichter Fail am Anfang, da wollte ich die Clanburg rauslocken, hat nicht funktioniert. Allerdings, er hatte auch nur einen Drachen drin. Sprungzauber 1, Sprungzauber 2, Golem, Golem, Golem. Magier hinterher. Schön drauf geachtet, dass die Magier auch nicht kaputt gehen. König, Königin, hier liefen sie dann auch schön in die Mitte rein. Dritten Sprungzauber in die Mitte reingesetzt, noch ein Erdbeben drauf. Gezündet. Ich wollte den erst zünden und danach wollte ich freezen. Und das ist geil, ne? Sie hüpfen alle schön in die Mitte rein. Also quasi genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Rathaus geht down. Königin ist noch ein bisschen am Aufräumen. Von da ist es mit dieser Taktik, es sind lockere 2. Also nicht mehr, nicht weniger. Also der Angriff war gut. Der hat gut geklappt. Im Gegensatz zu dem zweiten Angriff war dieser Angriff echt mega top. Aber so ist das halt bei einem Live-Angriff. Mal gewinnen die anderen. So ist es ja. Also... morgen geht's weiter, Clash of Clans mit mir, dem Fred. Seid dabei. Abo nicht vergessen, kommentieren und so weiter. Ich habe echt mal mir die Kommentare durchgelesen unter der 14 Uhr Folge und ich habe echt gemerkt, viele von euch haben mit einem unfairen Matchmaking auch zu tun. Ich glaube teilweise, man wird teilweise auch bevorzugt und man teilweise aber auch benachteiligt. Also im Grunde, es gleicht sich aus. Trotzdem nicht schön eigentlich, dass es nicht möglich ist, einfach mal ein gleichwertiges Matchmaking hinzubekommen. Vielleicht wird's noch in Zukunft gelingen. Also macht's gut, bis demnächst. Ciao.